Sie haben vorhin mal, es gibt auch klare Antworten aus Migrationssoziologie. Hartmut Esser würde anfangen mit der kulturellen Integration, sprich Sprache. Vor allem die strukturelle Integration ist sehr ausschlaggebend. Wie sieht es im Bildungssystem? Gibt es gleiche Chancen hier? Gibt es hier Balance zwischen den Einheimischen und den Migranten oder mit Migrationshintergrund? Wie sieht es am Arbeitsmarkt aus, am Wohnungsmarkt? Das sind die typischen Indikatoren. Genau. Aber wir reden immer nur über Wertedebatten. Wir haben bei der Strafe. Die Wertedebatte, da wollte ich hin. Wir dürfen eigentlich gar nicht mehr über Integration sprechen, sondern wir müssen die Wertedebatte führen. Das ist eigentlich das, worüber wir reden müssen. Wir müssen über die neue Weltordnung sprechen, das, was der Serdar gerade ja auch gesagt hat. Es geht um die Globalisierung dieser Welt, wo Grenzen aufgelöst werden, niedergebrochen werden, kommen wieder Leute daher und haben Angst um ihr Land. Ja, was heißt Ihr Land? Ist es nicht mein Land? Ist es nicht auch mein Land? Also über das müssen wir reden. Haben wir da jetzt den Schlüssel in die Hand gekriegt, Herr Zick, wenn wir sagen, wir lassen diese ganze Ethnifizierung, Muslimifizierung und was da alles ist, das lassen wir mal raus. Und dann wir gucken, was sind denn so die Grundwerte, auf die wir uns verständigen können? Nee, wir hätten kein Problem, uns auf... die Integrationsdebatte kein Vehikel sein im Gespräch über Leitkultur. Nee, und das verwechseln hier einige. Und in was für einer Gesellschaftsform wollen wir leben? Ja. Und wie wollen wir miteinander leben? Ist das aussichtsreich oder kommen wir dann doch an so einen Punkt, wie wir in dem Film von Nicola Gräf gesehen haben, wo es dann irgendwie dann doch nicht weitergeht? Nee, wenn wir es als Wertedebatte führen, ja, dann kommen wir an den Punkt des Wertestreits und des Wertekonflikts. Mhm. Ja, den können wir endlos weiterführen. Aber bei der Integration geht es natürlich um ganz andere Dinge. Es geht bei der Integration natürlich um die Frage der strukturellen Integration, Arbeit, Wohnen, Teilnahme an Politik. Es geht um die symbolische Integration. Ja, dass ich mich verstehe, dass es möglich ist, einen Teil meiner Identität in diesem Land zu finden, gemeinsam mit anderen. Und es geht natürlich dann um die Frage von Zusammengehörigkeitsgefühlen. Und wir müssen eins auch nicht außer Acht lassen. Wenn wir jetzt bei der Strafdiskussion oder so, wie wir es hier im Moment führen, ist die Diskussion immer, inwieweit ist der Einzelne eigentlich schuld an dem, was jetzt da sozial und kollektiv passiert in der Gesellschaft? Und das ist eigentlich die falsche Perspektive. Das ist ein gemeinsames Problem. Man muss es als gemeinsames Problem verstehen und jetzt die Integration zurückführen auf einzelne Versager oder Einzelne, die dieses verletzen. Wir können tatsächlich ja die Probleme relativ gut identifizieren. Es gibt so viel Wissen, das müssen wir auch ein bisschen besser in die Öffentlichkeit hineintragen. Also zwischen dem, was wir wissen und dem, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, liegen gut und gerne 10 Jahre. Das ist ein bisschen unser Versagen. Okay. Aber da gibt es schon eindeutig klare Kriterien und auch Auswege. An den Unis wissen Sie schon Bescheid. Bitte? An den Unis wissen die Professoren schon einiges trotzdem. Aber in den Mietshäusern das merkt man, und das in ist den auch Bezirken erfreulich. Kommt das genau. nicht an. Und da kommt das nicht an. Das, darf ich das kurz da hinzufügen? Also ich bin auch kein Freund von singulären Lösungsvorschlägen. Aber trotzdem gibt es verursachende Momente. Absolut. Ein beispielsweise, vielleicht werfen wir einen Blick in die Zukunft, ein wichtiger Aspekt ist jetzt auch wieder, wird die Türkei EU-Mitglied, ja oder nein? Und das, was wir hier haben, ist auch Folge der letzten 40 Jahre, in denen man den Türken die Tür einfach vor der Nase zugeschlagen hat und gesagt hat, wir wollen euch nicht hier. Und was jetzt die Antwort ist, sieht man. Nicola, sie steht ja schon wie eine Chimäre hier im Raum, kommt diese 18%-Partei, wird sich die CDU, CSU irgendwie damit rumschlagen müssen wie die SPD mit den Linken, weil man sieht, man kann Leute mobilisieren? Also ich glaube, dass es so einfach nicht ist. Entscheidend ist ja, dass wir, was ja jetzt auch die letzten Wochen passiert ist, eine offene, gleichberechtigte Diskussion führen von beiden Seiten. Und ich schließe mich da völlig der Meinung an, es geht wirklich dann in letzter Konsequenz für mich auch um eine Wertediskussion. Denn für mich ist entscheidend, dass jeder Mensch hier in diesem Land, das demokratisch geprägt ist zumindest, das auf Toleranz basiert, wir haben ein Grundgesetz, wir haben Grundrechte, wenn diese Dinge eingehalten werden, in dem Leben, das wir hier haben, dann kann auch jeder seiner Religion natürlich nachgehen. Das wäre ja schlimm, wenn wir da entscheiden würden, wer wie zu leben hat. Aber dann muss ich natürlich schon auch dafür Sorge tragen, dass diese Werte auch tatsächlich eingehalten werden. Und da haben wir Gesetzmäßigkeiten, wir haben die auch eingesetzt werden können. Das fängt eben zum Beispiel mit der Schulpflicht an. Also da bin ich auch bei Heinz Buschkowski, wo ich sage, Schulpflicht in diesem Land beispielsweise, wenn sie nicht eingehalten wird, hat Sanktionen nach sich. Der berühmte Bürgermeister von Berlin. Naja, sicher, genau. Aber ist das nicht ein bisschen pauschal? Es unterstellt wieder indirekt den Leuten. Das gilt genauso für... Wir haben Grundgesetz, aber Sie meinen
gibt in der Türkei auch ein Gesetz, die Leute halten sich in der Regel dran. Es gibt griechische Kriminelle, wie gesagt, man guckt den Leuten nicht an. Ich habe gerade eben genau das Gegenteil das gesagt. Ich habe gesagt, so es gilt für alle. Ja. Das kriegen wir bis zum Ende der Sendung nicht mehr geklärt. Nee. Frau Attisch, worin gründet Ihr Optimismus? Dass ich grundsätzlich ein optimistischer Mensch bin und wenn ich mir meinen eigenen Lebensweg angucke und viele andere, ich habe ja nun sehr viele Frauen begleitet und auch Männer begleitet in der Entwicklung, in der Ablösung von ihren sehr traditionellen Familien, wo sie sie teilweise auch mitgenommen haben. Und diese Erfolgsstories begründen meinen Optimismus, vor allem, weil ich ein weltoffener Mensch bin, der viel gereist ist. Ich sehe ja die gesamte Welt, ich sehe wie es in den USA mit all seinen Vor- und Nachteilen passiert, in Italien, in Spanien. Ich weiß, dass wir eine europäische Lösung finden werden. Ich sehe mit Bedauern, was im Iran, in der Türkei teilweise passiert. Aber trotzdem geht die Welt nun mal weiter. Also so eine positive Haltung habe ich grundsätzlich zum Leben. Jetzt sage ich Ihnen mal was, was Sie gleich vom Stuhl hauen will. Lassen Sie uns doch raten erstmal. Okay, also müssen schnell machen. Voting: A, gelungen, B, nur zum Teil gelungen, C, gescheitert. 80% gescheitert. Noch andere Zahlen? Ja, mehr, weniger? Wahrscheinlich. 60-70%. Okay, zum Teil gelungen? Wenig, 5, 6, 7. Okay, so, jetzt halten Sie sich fest. Gelungen 0,4, nur zum Teil gelungen 4,6, gescheitert der Rest 94,9. Ja. Ja, das war noch, es ist noch schön. Ja. Im Heimlichen kommt das raus. Und diese Umfrage finde ich sehr tendenziös. Nein, aber Zick, dieses Heimliche, darüber müssen wir doch reden. Das ist das, was die Leute zu Hause denken. Irgendwann knallt das. Diejenigen, die sagen, gescheitert, woran messen Sie das? Weil nur die Nachbarin jetzt ein Kopftuch trägt. Und Sie beide haben dazu beigetragen, Sie haben Kopftuchfrauen als dumm bezeichnet vorhin. Das sind Nee, das war doch differenzierter. Ja, doch, ein bisschen differenzierter war es. Ja, es gab nur eine kabarettistische Ebene. Ja, okay, aber das ist die Frage. Also der normale Verbraucher, woran also misst unsere Daten die Integration? Sagen ein bisschen was anderes. Wie viele Leute haben angerufen? Vielleicht kann man es klarstellen. Also unsere Daten, wir führen Repräsentativbefragungen durch, ausgenommen alle Zahlen, die wir mal wieder gefälscht haben, ist tatsächlich so. Wir haben in Deutschland. So gemeint, warum ist das denn? Nee, das ist vollkommen okay. Nur Ich reagiere auf Zahlen allergisch, genau. Tut mir leid. Ist vollkommen okay. Aber was eigentlich interessant ist, ist wahrscheinlich, also was wir rauskriegen in den Zahlen ist, dass in Deutschland eigentlich das richtig dominante Konzept eigentlich nicht die Integration ist, sondern die Leute beantworten Integration, meinen aber Assimilation. Ja. Mhm. Sie meinen die Aufgabe von kultureller Herkunft und Identität, deswegen reden wir so viel über Sprache. Mhm. Wir meinen, wenn jemand Deutsch spricht, aber mein Gott, also, jeder weiß im Ausland, dass wir Englisch sprechen. Aber jeder ehrliche Wissenschaftler weiß weltweit, dass Integration auch immer ein Stück weit Assimilation mit sich trägt. Absolut. Auch, und auch diese Differenzierung kommen wir gar nicht. Wir haben so viel unter den Teppich gekehrt, und diese Zahlen bestätigen das, und so ein Teppich, der erträgt nur wenig, was darunter passt. Ja. Irgendwann hebt der ab und man kann nicht mehr drüber laufen. Und so Erdogan würde sich freuen. Situation. Schlusswort Integration ist auch ein bisschen Assimilation. Und das weiß er aber auch. Und er benutzt das politisch. Meine Damen und Herren, wir lassen die Runde einfach weiterreden. Mein Vorschlag, aber diese Sendung ist zu Ende. Jetzt hören Sie auf zu reden. Das war Westart Talk für heute. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Sehr spannende Diskussion, fand ich. Danke Ihnen, dass Sie zugeguckt haben. Es gibt ein Meisterwerk nach diesem Meisterwerk, nämlich Jean Dubuffets Jardin de Mai im Kröller-Müller-Museum in Otterlo. Und es gibt nächste Woche Westart Talk über das Thema Arbeiten bis zum Umfallen, Rente mit 67. Da steht ein Fragezeichen. Ursula Engeling-Käfer ist dabei, Sie hoffentlich auch. Schönen Sonntag. Dankeschön.